Geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Schmerz und warum Schmerz auf keinen Fall eine Routine oder normal für dich werden sollte. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, als allererstes an alle, die neu auf diesem Kanal sind, herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, auf meinem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Und jetzt starten wir aber erstmal direkt los mit dem Video. Wir alle kennen Schmerz, körperlichen Schmerz, seelischen Schmerz, wobei seelischer Schmerz meist viel komplexer ist als der körperliche. Schmerz zeigt uns grundsätzlich meistens auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Wenn wir uns zum Beispiel in die Hand schneiden, merken wir, okay, da ist eine Verletzung. Und das signalisiert uns der Schmerz. Dieser Schmerz ist physisch. Wenn wir aber psychischen Schmerz haben, dann kann dieser Schmerz im Außen stattfinden, durch irgendwelche Menschen, oder vielmehr im Inneren. Und das Innere ist dieser Knackpunkt bei der ganzen Sache. Früher hat es mir meistens geholfen, etwas zu kreieren, was mit Tanz zu tun hat, etwas zu erschaffen. Künstlerisch mich auszudrücken, kreativ zu arbeiten, irgendetwas zu tun. Und das hat mir meistens geholfen, den Schmerz zu überwinden. Viele Leute auf YouTube vermeiden solche Themen oder auch allgemein in unserer Gesellschaft ist es irgendwie nicht erwünscht, über Schmerz oder über Probleme oder über Traurigkeit zu sprechen. Meistens, wenn wir sagen, wir haben Schmerz oder uns geht's nicht gut oder wir sind irgendwie traurig, sind wir falsch. Dann ist irgendetwas falsch mit uns und das ist nicht gern gesehen. Und genau aus diesem Grund möchte ich dieses Thema jetzt auf YouTube, hier auf diesem Kanal ansprechen, weil es zu wenige tun, meiner Meinung nach. Alles, was ich in diesem Video sage, ist eigentlich nur aus eigenen Erfahrungen. Das heißt, es ist keine universelle Anleitung, wie du jetzt mit Schmerz umgehen sollst, sondern vielmehr einfach ein Teilen meiner Erfahrungen mit dir und vielleicht kann der ein oder andere etwas Hilfreiches daraus mitnehmen. Vielleicht bin ich persönlich sehr, sehr sensibel und empfänglicher für Schmerz oder für solche Probleme oder ich denke viel, viel nach und fühle mich deswegen auch oft anders. Und entweder zeigen die anderen Menschen das nicht oder sie haben es nicht. Ich weiß es selber nicht. Du kannst es mir gerne in den Kommentaren beantworten, ob du dich manchmal auch so fühlst oder ob du auch manchmal das Gefühl hast, alleine mit dem Schmerz zu sein, weil es augenscheinlich allen anderen auf der Welt um dich herum gut geht. Aber worum es jetzt letztendlich geht, ich möchte dir drei Tipps an die Hand geben, womit du vielleicht Schmerz überwinden kannst oder besser durch den Schmerz kommst. Tipp Nummer 1, was mir geholfen hat, ist, den Schmerz erstmal zu akzeptieren, ihn nicht wegzudrücken oder zu versuchen zu verdrängen, sondern einfach akzeptieren, dass er da ist und den Widerstand weglassen. Weil wenn wir Widerstand gegen etwas haben, dann beschäftigen wir uns ständig damit. Wir drücken es weg, wir denken die ganze Zeit daran, oh, ich darf da nicht dran denken. Aber dennoch darfst du nicht vergessen, dass du schauen musst, wo kommt der Schmerz her. Du musst dir Gedanken machen, okay, was ist gerade falsch? Was ist der Indikator? Also Schmerz ist ja der Indikator für ein Problem, für eine Sache, die nicht stimmt. Genauso wie wenn du dir in die Hand schneidest, wenn du krank wirst. Das sind alles Schmerzen, wo dein Körper signalisiert, okay, hier stimmt gerade irgendwas nicht. Und bei seelischem Schmerz ist es das Gleiche. Es signalisiert dir, dass irgendetwas nicht stimmt. Und das Erste ist, das musst du erkennen. Und dann musst du anfangen, okay, wo könnte der Schmerz herkommen? Was kann ich machen, damit ich dieses Problem, die Ursache, behebe und nicht mehr diesen Schmerz immer wieder fühle? Aber hab keinen Widerstand dagegen. Ich habe lange Zeit immer versucht, mich abzulenken,
irgendwie den Schmerz zu verdrängen. Und das funktioniert einfach nie. Es holt dich einfach irgendwann wieder ein. Und deswegen Tipp Nummer 1 auf jeden Fall akzeptieren, annehmen und trotzdem schauen, wo kommt der Schmerz eigentlich her. Tipp Nummer 2 ist atmen. Das klingt jetzt erstmal doof und einfach, aber der meiste seelische Schmerz kommt irgendwo von Gedanken. Und im Hier und Jetzt kann Schmerz nicht existieren. Meistens existiert Schmerz in der Zukunft, wenn wir an etwas denken, was wir gerne haben wollen, aber nicht so leicht bekommen. Oder in der Vergangenheit, was wir mal hatten, aber verloren haben. Und wenn wir aber ins Hier und Jetzt kommen, und das geht am einfachsten mit der Atmung, in Verbindung mit der Atmung. Wer schon mal meditiert hat oder versucht, Entspannungen zu machen, es geht immer mit der Atmung. Und das ist der Grund, warum man atmet. Wir versuchen uns in die Gegenwart zu holen. Und mein erster Tipp ist da, atme. Lerne 2 bis 3 Atemtechniken, die dir in jeder Phase, egal wo du bist, helfen können und die du auswendig durchführen kannst, damit du nicht einfach hilflos deinen Gedanken erliegst und dem Schmerz erliegst, sondern dass du durchatmen kannst, ins Hier und Jetzt kommen kannst und weitermachen kannst. Weil natürlich müssen wir uns mit dem Schmerz auseinandersetzen, aber manchmal gibt es Phasen, wenn wir arbeiten müssen, wenn wir irgendetwas tun müssen, da haben wir keine Zeit, uns jetzt mit dem Schmerz auseinanderzusetzen und wir müssen weiter arbeiten, wir müssen funktionieren. So ist es bei uns in der Gesellschaft nun mal. Und da ist es sinnvoll, 1-2 Techniken zu lernen, die dir dabei helfen. Und der dritte Punkt, der dritte Tipp ist Aktion. Durchbreche die Gedanken, indem du etwas tust. Und gleichzeitig holst du dich mit einer Aktivität, mit einer Aktion auch in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Genauso wie bei dem Atmen. Mir hat es immer geholfen, das mit Tanz zu machen oder etwas zu kreieren. Genauso kannst du es aber mit ganz vielen anderen Dingen. Hauptsache, du kommst in Bewegung, du unternimmst etwas, du unterbrichst das Gedankenkarussell und tust etwas. Wenn das Ganze etwas ist, was sogar die Ursache behebt, was du tust, umso besser, weil dann wirst du den Schmerz für immer los oder zumindest bis der nächste Triggerpoint irgendwie getriggert wird bei dir. Aber das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Tools. Erlieg nicht deinem Schmerz. Natürlich sollst du ihn auch spüren, aber komm in Aktion. Und jetzt der Titel zum Video, warum Schmerz nicht normal werden darf, ist, weil der Schmerz immer anzeigt, dass etwas nicht stimmt. Es ist immer ein Signal dafür, dass irgendetwas gerade schief läuft. Und wenn du das ignorierst, holt es dich irgendwann ein. Oder es manifestiert sich in physischen Krankheiten. Und achte darauf, fühl genau hin, wo der Schmerz herkommt, versuch den Schmerz zu lösen. Oft kommt er aus Dingen, die du schon längst vergessen hast. Und mir hat dabei Meditation geholfen. Es gibt verschiedene Meditationen hier auch auf YouTube, die super gut sind, die weiterhelfen, die dich wieder runterholen aus dem Schmerz und du kannst die Sache objektiv betrachten. Aber ganz wichtig ist, ignoriere es nicht einfach. Nimm es nicht einfach hin wie viele andere und warte nicht darauf, dass es dich irgendwann wieder einholt, sondern tu etwas. Wenn wir körperlichen Schmerz haben, gehen wir meistens zum Arzt. Wenn wir einen Schnupfen haben, wenn wir Husten haben, wenn wir uns den Arm brechen, gehen wir ins Krankenhaus und lassen das behandeln. Wenn wir aber seelischen Schmerz haben, psychisch, ignorieren wir es oft und warten, bis es vorbeigeht. Das Problem an der Sache ist, wenn du jetzt einen Bruch ignorieren würdest, der gerichtet werden muss, würde er vielleicht falsch zusammenwachsen. Und ähnlich kann es laufen mit psychischen, seelischen Schmerz. Wenn du es ignorierst, vielleicht wächst irgendetwas falsch zusammen. Und am Ende ist es viel schlimmer, als es eigentlich gewesen wäre, hättest du dich sofort darum gekümmert. Denk mal darüber nach. Ich hoffe, dieses Video konnte dich ein bisschen inspirieren. Meine Erfahrungen konnten dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Abonniert mich gerne. Wir sehen uns jede Woche in mindestens einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Alles Gute. Ciao.